Hände, oben Hände, hinten Hände, Hände, auch Hände, Hände. Toll, ne? Hände. Ja, habe ich mir abgeguckt von so einem Ballermann-DJ. Ja, die wollen immer Hände sehen, ist wohl so ein Fetischding, ja? Also, mir persönlich sind eure Hände komplett Wumpe. Ne? Ich meine, ich freue mich für euch, dass ihr welche habt, ja? Aber wenn ihr keine hättet, in meinem Leben würde sich jetzt nicht viel ändern. Ne? Gut, der Applaus wäre gewöhnungsbedürftig, wenn man dann immer so Haken aneinander tingen hört, so ping, 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 ping. Aber ansonsten, ja, ich habe einen komischen kleinen Finger. Seht ihr das? Ja, du ziehst so angeekelt das Gesicht. Sei froh, dass ich eine Hose anhab. Gleiche Größe. Deswegen war ich bei einer Handchirurgin, ja? Und wenn jetzt die Handchirurgin reingekommen wäre, Herr Spencer, wo sind Ihre Hände? Ich will Ihre Hände sehen. Hätte ich gesagt, Chapeau. Ja, ich kann auch Spanisch. Und stattdessen, was macht die blöde Kuh? Sagt so, tut das weh und zieht volle Möhre an meinem Finger, ne? Ja, musste ich einen fahren lassen. Sie, fuchsteufelswild, ich irritiert, ja, weil ich dachte, als Medizinerin müsste ihr der anatomische Zusammenhang doch eigentlich bekannt sein. Mando, ja. Leute, ich möchte euch, eigentlich ist das nicht meine Art, aber ich möchte euch inständig darum bitten, heute für mich abzustimmen, weil, ja, nee, lass mich auch erklären, ich brauche das Preisgeld für einen guten Zweck. Und zwar musste ich die erschreckende Erkenntnis machen, Arbeit ist einfach nicht mein Ding. Ja, nee. Klatscht später, ich habe keine Zeit. Arbeit ist nicht mein Ding. Ich hab's immer wieder probiert. Liegt mir nicht. Ne? Nee, wirklich. Andere Leute, wenn es um 8 Uhr losgeht, kommen die um 15 vor rein und arbeiten schon die E-Mails ab. Ja? Ich, wenn es um 8 Uhr losgeht, komme ich so um 5 vor 9 reingeschlurft. Und spätestens um 9:30 erwische ich mich, wie ich so auf die Uhr schiele und mir denke, wann ist endlich Rente? Und das Elend fängt ja schon immer an im Bewerbungsgespräch, was die da für scheiß Fragen immer stellen. Ne? Da kriegst du ja einen am Kopf. Da fragen die so Sachen wie, Herr Spencer, warum wollen Sie denn für uns arbeiten? Stellt sich raus, weil ich meine Wohnung behalten möchte, ist keine akzeptable Antwort. Ja? Und dann so Sachen wie, Herr Spencer, wo sehen Sie denn eigentlich Ihre Stärken? Nun, man möchte ja dann auch so ungern angeben, ne? Aber ich bin zum Beispiel unheimlich trinkfest. Ihr werdet schockiert, wenn ihr wüsstet, wie wenige Arbeitgeber das zu schätzen wissen. Ja? Und dann fragen die, Herr Spencer, wo sehen Sie denn eigentlich Ihre Schwächen? Ja, und da habe ich ja einiges zu bieten, ne? Ja. Und da sage ich, ja, also ich habe ein ungesundes Verhältnis zu Drogen, masturbiere exzessiv und schnarche wie ein Tracker. Und die sagen, nee, wir meinten eigentlich bei der Arbeit. Und ich sage, ja, ich auch. Danke. Keine Zeit, Leute. Und meine Einstellung zur Arbeit, die ist auch schon denkbar schlecht, ja? Für mich ist Arbeit immer ein Ausbeutungsverhältnis. Weil du arbeitest ja 2 Stunden von dem Tag für das Geld, was du verdienst. Und die restlichen 6 Stunden malochst du in die Tasche von deinem quasi Lehnsherrn. Und das finde ich nicht fair. Und das sehe ich nicht ein. Und das gleiche ich aus. Indem ich klaue. Ja, nee, kein Witz. Wie eine Elster.
Priester, ist mein vollkommener Ernst. Ne? Alles, was nicht nied- und nagelfest ist, geht mit. Ne? Ja, ihr lacht. Ich arbeite gerade. Einer von euch wacht morgen ohne Niere auf. Ja, aber nee, ich habe zum Beispiel Zivildienst im Altersheim gemacht. Und als ich da aufgehört habe, habe ich 3 Stühle mitgenommen und ein Kaffeeservice. Und ich muss euch gestehen, im Nachhinein habe ich schon ein schlechtes Gewissen auch. Ne? Ja, weil mir tun jetzt die beiden Omas leid, die jetzt immer stehen müssen und dabei so den Kuchen außer Hand essen. Der dritten Oma geht's krass. Die sitzt bei mir zu Hause auf der Couch und strickt mir Pullis. Mechthild, tolle Frau. Ja, und ja, ich habe neulich gelesen, dass die letzten Jahr die Krankschreibungen auf Rekordhoch gewesen sind. Ja? Und die haben die Hauptgründe gesagt. Und Grund Nummer 1, Erkältungskrankheiten. Grund Nummer 2, psychische Erkrankung. Und Grund Nummer 3, Rücken. Und ich war total überrascht, weil mein Hauptgrund war immer kein Bock. Ja? Ja, ihr fragt euch jetzt auch, Marvin, wann warst du denn das letzte Mal dich krank schreiben lassen? Da muss ich kurz überlegen. Heute Morgen. Das ist kein Witz. Sebastian hat ja gesagt, ich dürfte gar nicht hier sein und so ist es. Ne? Weil ich habe noch einen Nebenjob und zwar einmal die Woche schleppe ich Kisten bei einem großen Getränkelieferanten. Ja, das ist, habe ich finanziell jetzt eigentlich nicht nötig, aber ist ein schöner Ausgleich zu meinem kreativen Beruf. Ne? Und da wollte ich, das letzte Mal als Streik war, habe ich 5 Tage vorher angerufen und gesagt, Leute, ihr sitzt im Billstedt, ich in Wilhelmsburg, ich kann nicht zur Arbeit kommen in 5 Tagen. Vergebt die Schicht doch bitte. Haben die gesagt, ja, können wir machen. Müssen wir aber aufschreiben als kurzfristige Absage. Ich sag, ja, was heißt das denn? Ja, das könnte sein, dass das eine Abmahnung gibt. Ich denk, scheiße. Und jetzt Samstag, also vorgestern, als ich dann so hörte und Montag im Finale ist, Marvin Spencer! Du, just in dem Moment, das warf ich verflixt. Oh! 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 Werden diese Schmerzen je aufhören? Oh! Oh! Falls ja, bestimmt nicht vor Montag, 19.30 Uhr. Oh! Ah, oh, 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 guck mal, wie gut meine Schuhe zum Siegerpodest passen. Zufälle gibt's. Oh mein Gott, ich hab in meiner Jugend übrigens unheimlich viel gekifft. Die Leute sagen, das ist nicht gut, wenn man in einer Entwicklung ist. Ich sehe nicht, dass es mir irgendwo geschadet hätte. Das wollte ich gar nicht sagen. Ja, ich wollte auch einfach mal die Zeit nutzen und mal ein ernstes Thema ansprechen. Ne? Und zwar, ich weiß nicht, ob ihr schon mal so eine Situation im Leben hattet, wo sich von der einen Sekunde auf die andere euer Leben schlagartig ändert und nichts ist mehr wie zuvor. Ich war Anfang letzten Monats beim Arzt. Es fällt mir noch nicht leicht, darüber zu reden. Und der Arzt sagte, Herr Spencer, tut mir leid, dass ich Ihnen das sagen muss, aber Sie haben Übergewicht. Ich bin aus allen Wolken gefallen. Rechnest du ja nicht mit so einer Hiobsbotschaft. Na gut, ich hatte früher schon mal so ein ungutes Gefühl im Bauch. Aber man rechnet ja nicht mit dem Schlimmsten, ne?
Das trifft immer nur andere, ne? Ja, und wenn es einen dann selber erwischt, ja, und dann gehst du zum Arzt, denkst an nichts Böses, Urinprobe, großes Blutbild, Belastungs-EKG, Wiegen. Und dann hast du schwarz auf weiß. Ja. Ich wollte es erst gar nicht wahrhaben. Und ich dachte, nein, mieser Quacksalber, ich hol mir eine Zweitmeinung von einem Facharzt. Ja, aber irgendwann, da musste ich es dann halt auch einfach einsehen, ne? Und Hamburg, was soll ich sagen, irgendwo war die Diagnose auch eine Erleichterung. Und ich sage, Herr Doktor, vielen Dank für die klaren Worte. Das Schlimmste all die Jahre war die Ungewissheit. Da guckt die Pfeife mich an und sagt mir, ich soll auf versteckte Kalorien aufpassen. Hamburg, ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber meine Kalorien, die verstecken sich nicht. Ich habe in meiner Jugend übrigens unheimlich viel gekifft. Die Leute sagen, das ist nicht gut, wenn man in der Entwicklung ist. Ich sehe nicht, dass es mir irgendwo geschadet hätte. Ja. Danke. Ja. Haben wir Amateur-Pornodarsteller hier? Einmal die Hand heben, bitte. Ja. Das Pärchen da in der dritten Reihe kommt mir sehr bekannt vor. Ja, nein. Ja, meine Ex wollte immer, dass wir das auch unbedingt mal machen, so vor der Kamera. Aber ihr habt mich ja schon kennengelernt. Ich bin ja mehr so der Typ Gentleman der alten Schule. Ne? Ja, für mich ist Sex was zwischen mir, der Frau, die ich liebe, und dem Spanner von gegenüber. Und sonst hat das niemanden was zu interessieren. Ne? Aber wie das in so einer Beziehung ist, man muss auch Kompromisse machen. Ne? Ja. Sie hat auch immer gemacht, was ich gerne mache. Kniffeln. Und dann fand ich das nur fair, wenn ich ihr auch mal entgegenkomme. Ja, Hamburg, was soll ich sagen? Dann haben wir es miteinander vor der Kamera gemacht. Und dann haben wir uns das angeguckt. Hamburg, das war verstörend. Das sah aus, als würden Elefanten Rehkitz vergewaltigen. Ja, weil meine Ex, die war ein bisschen dicker als ich. Mein Name ist Marvin Spencer, ihr wart ein wunderbares Publikum. Vielen Dank. Liebe Leute, das ist, dein Applaus, Marvin Spencer.